Julian Bam hat hier Songs aus der Bohne gemacht. Das würde ich mir erstmal gerne anschauen, meine Freunde. Was bisher geschah. Okay, wir nehmen keine Bohnen mehr. Ey, wenn du gar keinen Bock auf mich hast, dann sag mir das doch. Hier passiert erstmal gar nichts, bevor... Ich hab keinen Bock auf dich. ...die Strafe gezahlt wurde oder die Polizei hier ist. Woher habt ihr die Bohnen? Was soll das heißen, die Bohnen? Was soll das, Weasel? Was soll das? Ju? Hilfe! Du! Oh nein. Was ich da, das hätte ich nie gedacht. Die Bohnen sind. Alles klar, erstmal hier der Rückblick. Ich habe gar keine Ahnung, wo wir stehen geblieben sind, Leute. Bei dem Typen da? Wow, okay. War das wieder eine spannende Folge. Verstehe ich jetzt nicht die Anspielung. Keine Ahnung, Alter. Ach, der da. Ah ja. Ja, okay. Er hat also die Zauberbohnen, der Ehrenbruder. Du hast ja extrem viele Bohnen. Nein, das solltest du doch gar nicht sehen. Fuck. Warte mal kurz. Kommen die Bohnen etwa von dir? Oh weia. Oh weia, Leute. Alter, oh weia. John, Hilfe! Das ist dieses andere Van-Life, was Julian Bam gerade lebt. John, hallo? Hallo? Hier ist Amanda live aus Aachen und wir... Boah. ...wissen wir wieder... Kenn ich die irgendwo her? Nee. Auf der Suche nach Skandalen. Und mal Snitch sehen, Reports, Alter. Ich glaube, da haben wir schon unseren ersten. Welche Frau haben Sie betrogen, dass Sie vor die Tür gesetzt wurden? Oder ist es ein verzweifelter Versuch, Klicks zu generieren? Beides. Es ist beides, Leute. Ganz klar. Oder denken Sie, dass diese Übersexualisierung gut bei Ihrer minderjährigen Zielgruppe ankommt? Das war das Auto von Yo Olli. Leute, Ju ist 30. Der wird niemals im Auto von Yo Olli aufwachen. Duzen mit der Bohne und... Stimmt das, dass Sie mal eine Frau waren? Hä? Nein. Doch. Machen Sie ein großes Video? Können Sie mich mal sagen? Das ist so witzig, Alter. Ju und ich haben ja den gleichen Personal Trainer. Und der Personal Trainer meinte so, yo, Ju wollte, weil er eine oben ohne Szene hat, noch shredded sein, hat dann ganz wenig gegessen. Ju hat wirklich kranken Körper, muss man ihm lassen auf jeden Fall. Ich Video machen Sie ein großes Video? Können Sie mir... Nicht jetzt vielleicht, also gerne ein andermal. Oh mein Gott, Julian Bam schlägt einem kleinen Kind seinen Herzenswunsch aus. Absolut also krass. Seine Fans oder kleine absolut Kinder? Krass, absolut krass. Aber das macht Ju des Öfteren, Alter. Schon gut, wir fragen einfach Revi. Nein, ich hasse Revi. Ja, was denn, Alter? Was denn? Warum, Alter? Warum? Ey, ich schwöre es euch. Ich zeige euch jetzt hier, Digga, ich habe eben mit Ju noch auf Instagram geschrieben. Ich habe ihm gesagt, er hat gesagt, haben dich diesmal im Video nicht gedisst, keine Sorge. Ju, du bist ein verficktes Stück Scheiße, Alter. Weißt du das, Junge? Weißt du das? Ich rufe ihn jetzt einfach an. Ich hoffe, ich störe ihn gerade bei irgendwas, Alter. Ich stelle ihn jetzt zur Rede, Leute. Irgendwo hat's auch ein Ende, Alter. Was für, ich hasse Revi. Ich hasse das Kind auch, ja, und? Wenn du jetzt nicht dran gehst, Alter, hast du gar keine Eier, Alter. Dann hast du gar keine Eier, Ju. Hallo, hier ist... Alles klar, no Hoden confirmed an der Stelle. Wichser, Junge, so ein dummer Wichser, ehrlich. Okay, warte, ich mache ihm ganz kurz ein Brachmemo. Hey, Ju, ich wünsche dir einen echt beschissenen Tag. Du, ich habe gerade ein neues Video gesehen. Absolute Oberkotze, es macht überhaupt keinen Spaß, sich das anzugucken. Der kleine Junge kann es ihm ausrichten, dass ich ihn auch hasse. Ich würde jetzt tatsächlich sämtliche Erwähnungen, die du bis jetzt in allen Videos getätigt hast, von mir sammeln und an meinen Anwalt geben. Ja, das wird eine große Klage. Ich denke mal, mit deinem Steuersystem wirst du sicherlich noch ein bisschen Geld am Monatsende übrig haben. Du dummes Stück Scheiße. Grüße aus meinem Livestream-Chat. Wir hassen dich alle. Mach's gut und hab noch einen echt beschissenen Tag. Hoffentlich stößt du dir den kleinen Zeh. Junge, 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 was für ein dummer Penner, Alter. Hier sehen Sie den insolventen YouTube-Star Julian. Genau das wünsche ich ihm. Scheiß Insolvenz, Alter. Julian Bam, wie er unbekleidet. Und fett ist er auch. Ich nehme alles zurück. Julian, du bist immer noch eine fette Missgeburt. Wenn kleine Kinder zum Weinen bringt. Ein Einzelfall? Was meinen Sie? Jo, nein. Bro, Mund auf. Und jetzt kann es nur unangenehm werden, Alter. Jetzt kann es nur unangenehm werden. Halt dein Maul, hör zu viel Gelaber für Kopf. Ja, hab ich doch gesagt. Wird einfach nur unangenehm. Und ich hör eh nicht zu. Ja, ich weiß, du hast Bock auf ein Interview-View. Doch erstmal fahren im Block. Ein Ghetto-Rendezvous-Wu. Keine Leid in der Fortu. An unseren Füßen Crocs. Auf einem Fahrrad für zwei. Das Ding ist halt, Ju ist halt 1,40 Meter groß und Apache 2,80 Meter, Alter. Das passt halt einfach nicht. Die Stimmgewalt, Ju, da kommst du nicht mal ansatzweise ran. Ich hoffe, dass Tubo dich richtig auseinander nimmt. Leute, natürlich hassen wir Ju nicht. What the fuck? Ah, wobei doch. Shit, da stehen zwei Cops, aber hab Ausweis dabei. Und zwar die Eistat Watch. Von Autogramm, ich sag nein. Mach vor Stoppschild nicht top. Nur für Pumpdöner Box. Das
Das hat er ganz gut hinbekommen mit Chaya, Alter. Obwohl Apache sowas niemals rappen würde, kam das doch relativ nah dran. Könnte hier Gänse vor alle haben, aber du machst mich schon wie eine Leica. Ich hab keinen Bock jetzt hier noch um den heißen Brei zu reden. Sag mir, willst du mit mir gehen? Ich stell die Frage aller Fragen, kreuze an, ja, nein, vielleicht. Und in ein paar Tagen ist es schon wieder vorbei. Das ist halt krass. Wisst ihr, Leute, Ju ist wirklich Tänzer. Ju ist Breakdancer. Er kann richtig gut tanzen, aber Apache imitieren zu tanzen, das kriegt er nicht hin, Alter. Ju, da hättest du dir Mühe geben können, muss ich ganz ehrlich sagen. Frage aller Fragen, kreuze an, ja, nein, vielleicht. Ja, ich weiß, du bleibst nicht nur wegen meinem Hype. Oh mein Gott, ist das Mark Forster mit seiner neuen Freundin? Mark Forster! Der Running Gag, Alter. Ich bin nicht Mark Forster, Mann! Okay, der Apache-Part war schon solide, doch, war schon gut. Aber Apache ist halt wirklich krank schwer nachzumachen. Apache kann nicht mal tanzen. Und genau das ist es, Leute. Apache hat einen ganz, ganz eigenen Stil und einen anderen Stil, der sehr eigen ist zu imitieren, klappt meistens nicht. Trotzdem hat er es gut hingemacht. Hingemacht wahrscheinlich. Und ja, die BAM School ist genau deshalb zu, weil Ju nicht tanzen kann. Alles klar. Es ist schon wieder krass gemacht einfach, ne? Das war ich. Angeber! Bleib stehen! Ja, ich freue mich auch sehr. Oh, du bist aber ein hässliches Kind. Du bist aber ein hässliches Kind, Alter. Hä? Warum macht er das? Ich verstehe absolut nicht, was da gerade abgeht, Alter. Hören Sie mal, was machen Sie mit meinem Baby? Ich wollte nur Ihr Kind auf... Ein Perverser! Hilfe! Ganz genau, das ist er, der John. Polizei! Hilfe! Oh ja. Ich hab auf dein Kind gerotzt. Dutzend Keime auf seinem Kopf. Alter, so nah an Tilly ranzukommen, Junge, das ist schon eine Kunst. Das, naja, so nah jetzt nicht, aber vom Stil her ist es halt schon schwer nachzuahmen. Ich finde es generell krass, wenn man sich jetzt mal so ein bisschen überlegt, dass die ein komplettes Universum da erschaffen haben mit dieser Storyline, die ständig fortlaufend ist. By the way, danke schon an die Prime Subs an der Stelle. Ist schon crazy, Alter, ist schon krass, wirklich. Also ist ziemlich, ziemlich well done, wirklich. Sieben Nächte auf dem. Ich weiß echt nicht, ob es dem Baby gut geht, Alter. Ich würde das ganz schnell wegwerfen. Ich wollte es natürlich impfen, dass es Antikörper bildet. Oh! Hatschi! Und die Rose fliegt. Das ist so damn random, Alter. Es hat so ein bisschen was von einem dickeren Bill Kaulitz, oder? Nur noch durch den Schlauch. Wir wären Bakterien im Bauch. Hier irgendein Reinaufbau. Sie sicher, dass ihr Kind nicht raucht. Das ist ja ein Problem. Viele Säuglinge rauchen, ja. Unter anderem auch Julian Bam hat das damals gemacht. Das würde einiges erklären. Ich wollte es natürlich impfen, dass es Antikörper bildet. Oh, Hatschi! Und die Rose fliegt. Oh, Hatschi! Und die Rose fliegt. Lull, das war einfach Jazz. Warte mal ganz kurz. Das hier ist einfach der Personal Trainer von mir und Ju. Oder von Ju und jetzt von mir halt auch. Lol, wie funny, Alter. Ich kenne dich doch irgendwoher. Ja, genau. Curly. Curly, was geht hier eigentlich ab?
Klickgas, komm mit. Hier kann man nicht reden. Wenn sie uns hier finden, foltern sie uns zu Tode. Alter, ich fühle das so. Ich habe letztens mit Jan Mayer eine Thai-Massage gemacht. Das war das Schmerzhafteste der Welt, wirklich. Bitte machen Sie etwas. Okay, soweit habe ich das kapiert. Und du bist der Bohnenhändler? Nicht nur der Händler, sondern auch der Bohnenarchitekt. Du hast die Bohnen erschaffen? Oh. Und die Maskenmenschen? Wer sind die? Ach, die nerven schon die ganze Zeit und suchen mich überall. Diese Reue-Dinger. Auf jeden Fall sollten wir erstmal deinen Freund Julian finden. Junge, Alter, ist das wirklich thailändisch, Alter? Ist das wirklich thailändisch? Ich bin doch Julian. Ach so, ja, der andere Julian. John? Genau. Aber worüber reden wir gerade? Und das Land verlassen. Dankeschön für die Prime-Stars an der Stelle hier, Leute. So läuft der Hase. Dankeschön. Okay. Alter. Okay, wir können. Oh nein. Ready? Und er ist weg. Leute. Was ist schnell weg und er ist da gelassen. Wir passiert? Sehen uns, John Kuska. Was ist geschehen? Was ist geschehen, Leute? Ach, mein Stresslevel war nie so niedrig. Vielen Dank! Och, oh, nein. Stress! Brennt! Löschen, 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 löschen. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Ist das dumm, Alter? Ist das dumm, Junge? Es ist genau das, wonach es aussieht. Ich pisse auf ihren Boden. Sorry, ich spreche kein Asiatisch. Mann! Ju, Alter! Du dummer Wichser! Shit, die Verbindung ist schlecht. Ich kann nicht hören. Ich brauche irgendwas Asiatisches. Irgendwas Asiatisches. Warum ist dieser Rotz-Content eigentlich monetarisiert? Oh damn, oh damn. Not really. Einmal du Mutter hattet Gesso, Gesso. I just listen to my heart. Massagier. Da sieht sich Ju, glaube ich, selber wirklich. Ich glaube, Ju denkt wirklich, er wäre K-Pop-Star. Kurzer Hinweis, Julian, bist du nicht. Aber bitte mach nicht weiter. Kolo Daddy Chima Bede, Bede. Hajima vor Asia. Diese Frisur, Alter. Diese Frisur ist einfach das, was Ju früher hatte, wirklich. Hajima vor Asia. Bulgogi Kimchi, Bibimbap. Jotame Soju, Chamchi Kimbap. Was soll das? Sanyopsa Mekchu, Tenchangukwe. Das ist ja, es sind ja einfach nur Namen von Essen. Samgyetang Japchae, Haemuttang Mandu. Hab was verstanden, ich hab keinen Plan. Von dieser Sprache oder Thailand. Koreanische Speisen, da bin ich bewandt. Doch ich hab sie noch nicht alle benannt. Starker Reim. Barbecue, Tteokbokki danach bringst du dazu. Korean Barbecue. Ich weiß es halt nicht, was das einer Thailänderin bringt, wenn du ihr koreanische Gerichte vorsingst. Aber ich hoffe trotzdem, dass sie die Polizei ruft oder die zumindest irgendwie in den Kopf tasert. Wow, John, du bist entkommen. Ja, wie? Ey, mega die lange Geschichte. Also. Kranke Storyline, kann man nicht anders sagen, Alter. Heftig. Und ich habe noch diesen Curry getroffen. Oh krass, das hast du gar nicht erwähnt. Ja, diesen mega langen Bart. Hä? Das ist Curry. Oh mein Gott, Rezo ist gecatcht worden, Leute. Halle 420. Ah, nee, das war gar nicht Rezo, das war er hier. Das ist keine Bombe, das ist einfach nur Schrott an seiner Brust, Alter. Was passiert? Ist das eine... Legt eure Bohnen hier rein, wenn ihr euren Freund retten wollt. Mann, das ist ein Toaster, Alter. Aber dann stirbst du. Tu's doch! Du auch! Da waren noch diese Bohnen in so einer kleinen Ampulle noch aber drin. Aber was ist mit Curly? Das ist jetzt euer Problem. Oh oh. Es ist fuck. Ob man die Kabelbinde einfach durchschneiden kann? Ich glaube nicht. Jungs, scheiße, haut ab! Nein, wir lassen dich nicht allein. Vergiss es, das war's. Wir haben keine Bohnen mehr. Er hat alle mitgenommen. Nicht alle. Oh, er hat diese blauen Bohnen, Oha. Die blauen Bohnen, Leute. Was sind das für Bohnen?
Das sind Bandbohnen. Alter. Jede Bohne steht für einen Musiker. Oh mein Gott. Aber sie funktionieren nur zusammen. George Harrison. Ringo Starr? Und ich bin Paul McCartney. Leute, die Beatles. Aber wer ist John Lennon? Scheiße, das stimmt. Oh, bitte nicht. Alter. Wie kommt er da rein, Junge? Shit, ich glaub, die geht gleich hoch. Shit. Alter, wie geil. Bruder müssen los. Shit, aber was mit Curly Bro? Kann noch nicht sterben, noch nicht sterben. Bitte holt, bitte holt. Mama, Papa, Ex und meinen Hund ans Telefon. Nicht allein, Mission Impossible, Mission. Ist nicht das schwarze Kabel, John Hatchew, du Idiot. Schneid das graue Kabel durch. Jo, Bruder, das ist rot. Das ist das, so. Bin ich also farbenblind, ihr schafft es schon. Vielleicht. Erst das grüne Kabel, oh no shit, die Zeit läuft schneller. Tick, tick, tick. Dann die blaue Leitung, oh no, das war nur Feuermelder. Und macht Zahlen zu, Emojis leuchten heller. So hell, oh shit, sie geht gleich hoch. Ja, vielleicht sterben wir jetzt alle, dann haben wir es endlich hinter uns. Vielleicht hilft mich denn nicht, hilft auch bei allem scharfen Ding. Schaffen Ding. Und die Wirklichkeit, ja, es könnte sein, dass das gelingt. Das oder ein paar Rückhandschuhe, sie könnten wirklich noch was bringen. Noch shit, was kein gutes Zeichen, weil die Lampe jetzt auch noch blinkt. Hört auf zu tanzen, was soll tanzen? Über Grills. Die Zeit ist um, die Masken-Dudes, ja, die gewinnt. Haut auf das Licht, allein wir kriegen das nicht hin. Ja, diese Bandbohne hilft jetzt nur bedingt. Also ich glaube, der stirbt halt gleich. Also vielleicht wäre es eine Zeit, den jetzt zu retten, oder? Es geht um den Leben, damit die Bohnen weiter singen. Oh shit, es geht gleich hoch. Ich habe mich in Gefahr gebracht. Sie wollten nur mich. Ihr müsst überleben! Hey! Nehmt meinen Pager! Ihr werdet schon merken, mega, wann ihr ihn braucht. Und mega. Tut mir einen Gefallen und löscht meine Festplatte, bevor meine Mom sie findet. Unlustig, wenn dann ist der Browser verläuft, den man löscht, wegen den ganzen Pornos. Und jeder weiß, man geht in den Inkognito-Modus zum Wichsen. Lol, Alter. So dumm. Es ist 9. November, macht es gar nicht erst. Löschen mit CH, man kennt's. Alle Bohnen wurden vernichtet. Die sind auch kein Problem mehr. Die sind bei der Explosion draufgegangen. Der Pager? Nein, der Pager. Oh mein Gott. Wow, war das wieder eine spannende Folge. Alter. Der Song ist jetzt in Vollversion, Alter, auf Spotify. Gut, Leute, gönnt euch das ganze Video rein. Mega krasse Produktion, heftiges Ding, Alter. Dafür, Drew, gibt's von mir erstmal ein richtig schönes. Oh. Sehr geil. Leute, das war's von diesem wunderschönen Video von Julian Bam.